Ja, ein schnurzliches Willkommen zurück zur letzten Folge dieser Aufnahme, während Kotzi hier unser Todesroboter. Wir haben den ja ganz schön aufgerüstet. Wir waren in den letzten Folgen in einer Base von Rust Devils und haben da immens viele Modifikationen gekriegt. Und ich glaube, ich muss echt ganz dringend mal mich upgraden. Was war das? Rüstmeister? Nee, Schmied. Schmied war das, glaube ich, ne? Wissenschaft ist voll, genau. Ja, den Schmied grade ich jetzt einfach mal ab. Upgraden, ja, grade ich jetzt mal ab. Weil wir da definitiv noch weitere Mods freischalten können. Und die werden wir auf jeden Fall brauchen. Beziehungsweise, ja gut, was heißt... Okay, ich glaube, ihr habt das gerade gesehen. Ich hatte vorhin schon die, Folgen umbenannt, weil ich da noch ein bisschen was machen musste. Weil heute muss ja direkt die erste Folge raus. Und das Problem ist, dass ich ja noch einkaufen muss. Und deswegen habe ich da schon mal umbenannt, damit ich weiß, wie viele Folgen und welche Folgen und hast nicht gesehen. Und deswegen hatte ich da noch das gespeichert. So. Aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal zurück und würde mir mal genauer gerne diese Rüstung angucken. Aber wie heftig das ist, was wir hier für Modifikationen gekriegt haben. Alter, wie sieht Kotzi denn mittlerweile jetzt aus? Wie so ein, ja, extrem gepimpt halt. Extrem gepimpt und gefährlich. Das ist echt krass. Oh, es regnet, die Erde, die wird nass. So, jetzt müssen wir aber wieder raus. Und wieder rumschleicheln. Du müsstest gerade mal weichen, mein Freund. Mensch, sehen aus wie Roboter. Den hätte ich aber ganz gerne wieder. Bevor die da nämlich was klauen, machen sie nämlich gerne, dass sie sich einfach in die Rüstung reinpacken. Wenn da eine Powerrüstung drin steht, packen die sich nämlich ganz gerne da rein, wenn ein Fusionskern drin ist und laufen einfach die ganze Zeit damit rum und verbraten die ganzen Fusionskerne dafür. So. So, schauen wir mal. T60. Guck mal, das ist auch legendär. Ach nee, das habe ich einstecken. Das ist ausgerüstet. Torso, wo ist denn der Torso? Hier. 360. 200. Wow. Okay, ich glaube, das ist doch... Ich glaube, der X1 ist doch besser. Da habe ich doch tatsächlich keinen Kleber mehr. Ich hätte eigentlich ganz gerne hier die Strahlungsresistenz. Entfernt Strahlung aus konsumiertem Wasser. Zielerfassung markiert. So, Helmlampe. Da, 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 da. siehst du, da braucht man wieder Schmied. Da braucht man den ganzen Schmied. Waffenlose Angriffe.
erhöht Trefferpunkte der Rüstung. Ah, man sieht es schon, 229, 215. Ich habe aber trotzdem lieber Bleiverkleidung. Weil das nehme ich nämlich ganz gerne für Ausflüge, zum Beispiel ins leuchtende Meer oder so. Erhöht die Sprintgeschwindigkeit, verringert die Aktionspunkte, erhöht Schadensradius. Nimm mir das. Blei. So, schwupps. Blei. Das. Und den Torso haben wir noch. Blei. Und was haben wir hier? Beschleunigt ihre Karriere. Bei weniger als 20 Gesundheit erhöht sich das Tempo, erhöht Stärke. Erkennt während des Kampfes Treffer und verwendet automatisch ein Stimpack. Wirft den Nahkampfschaden zurück. Aktiviert Tarnkappe, solange du geduckt bist. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Jetpack. Ah, nehmen wir das wieder. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Es ist immer mit diesen Krabben, mit diesen Krabbenkisten. So. Oh, mal wieder dit. Ach, schon viel besser. Alter, Kotzi, wie er aussieht. Das sieht so komisch aus. Das sieht irgendwie voll komisch aus. Oh Mann. Muss arbeiten. Keine Zeit zum. Ach, sei still. Wie viel Platz habe ich denn eigentlich noch? Ach, 1800 bin ich erst. Ach ja, ich könnte mal. Kann ich denn? Ich habe ja jetzt hier Waffendingens freigeschaltet. Nee, da brauche ich Rang 4. Achso, das ist Automatik, will ich sowieso nicht haben. Rückstoß. Schnelllademagazin. Aufklärung. Schalldämpfer. Geht aber Reichweite flöten. Und zwar nicht wenig. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? So, ich haben wir hier irgendwas? Ach, das ist der Automatikverschluss. Scharfschütze, Schnelllade, Aufklärung, Schalldämpfer. Warum habe ich den Schalldämpfer drin? Dämpft Schussgeräusch, also gebe ich Rückschussdämpfung, verbesserte Rückschusskontrolle, mangelhafte Reichweite. Ob ich einen Groll hege? Einen ganzen Sack voll sogar. 149, 112. So, was haben wir hier? Mächtiger, kurzer. Die Schnieper. Ach, das ist der 50er Verschluss. Eine freie Straße und eine geladene Waffe. Viel besser geht es nicht. Großes Magazin, Aufklärung. Da haben wir nicht sonderlich was Spannendes. Haben wir denn bei der Rüstung irgendwas? Ach ja, das muss ich auch noch umbenennen. Und das muss ich linkes Bein. Null Bein. Danke. So, Standart. Poliert. Leicht abgedichtet. Reduziert Gewicht. Reduziert Körperteilschaden. Reduziert Fallschaden. Strahlungsschaden. Wahrscheinlichkeit beim Bewegen entdeckt zu werden. Braucht jemand Sprinten verbraucht weniger AP. Stark verringertes Gewicht.
Dann tun wir ihm weh. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen. Auch nehmen wir das. So, haben wir hier was? Nö. Das hatte ich gerade. Nanofaser. Hat aber auch Blei verkleidet. Stabilisiert. Was ist denn stabilisiert? Ruhigeres Zielen? Ja, das klingt eigentlich ganz gut hier. Geht das hier? Nee, tiefe Taschen. Standart. Das ist ja doof. So, was haben wir hier? Reduziert Körperteilschaden. Okay. Sonderlich viel Auswahl hatten wir hier leider auch nicht. Drogen. Fallen. Fußangeln. Bärenfalle. Feuerwehr. Feuerwerk. Okay. Granate. Molotow. Heilung. Miden. Schlacke. Modifizierte Bowlingkugel. Ach, das ist bestimmt für diesen Bowlingkugelwerfer. Gut. Das haben wir. Das Ganze rumgelaufen macht mich müde. So, letzte Folge haben wir. 20 Minuten haben wir noch. Ich würde sagen, wir erkunden einfach noch irgendwas. Weil jetzt Richtung Mechanist ist, glaube ich, keine gute Idee. Wobei, wo ist der überhaupt? Ah, hier. Robco Vertriebszentrale. Ja, das ist ja eigentlich ganz in der Nähe hier. Von dem ganzen Zeug, da brauchen wir dann das nächste Mal einfach zum Flughafen und dann ist gut. So, ich habe das hier. Aber das Malden Center haben wir doch, glaube ich, schon erkundet, oder nicht? Ich glaube mich jedenfalls daran zu erinnern, dass wir das schon erkundet hatten. Nein. Wie kriege ich das denn weg? Hä? Kann ich denn... Ah, geh weg. Oh. Okay. So ging es natürlich auch. Wo hatte ich das denn? Irgendwo hatte ich was. War das hier? Ah, genau hier. Das war das. Das war das. Da würde ich gerne... Oh, geh doch. Da würde ich gerne hin. Und da können wir das nämlich noch ein bisschen erkunden. Ah, das ist das Viech, das ich gemeint habe. Hier, die Rust Devil. Also, ob wir so einen... Bin ich gespannt, ob wir auch noch treffen. Weil wir haben ja jetzt schon eine ganze Reihe von verschiedenen modifizierten Rust Devil Robotern getroffen. Ich warte als die ganze Zeit drauf, dass wir so einem Viech begegnen. Mich würde dann ehrlich gesagt nur interessieren, was das für eine Art ist. Ist das ein Aggressotron? Ah. War das nicht? Och bitte. Och nein. Nein. Nein! Nein! Hier ist noch einer. Kotzi interessiert das gar nicht. Kotzi geht's prima. Kotzi interessiert das gar nicht. Weißt du, dass der hier mit einer Atombombe auf ihn zurennt? Das interessiert, das bockt den gar nicht. Kotzi ist da knallhart. Was? Hallo, Schrottbot. Da ist aber noch, da sitzt aber noch mehr drüben. Ich habe noch einen Schwarmbot gerade im Blick gehabt. Oh, Wachbot, rechter Arm. Sehr schön.
Haben wir einen neuen Arm gefunden. Finde ich gut. Sicher, dass das hier ist? Ich hatte in Erinnerung, dass das ein Dingens war, eine U-Bahn. Oder war ich verkehrt? West Roxbury. Kaufhaus? Oder war das doch das da oben? Das Malden Center war das doch? Oh Gott, ich weiß das nicht mehr. Ich guck gerade mal, vielleicht hatte ich das immer aufgeschrieben. Nö, hatte ich nicht. Hatte ich nicht. Ich müsste höchstens noch mal in den alten Folgen gucken, was das war, wo ich rein wollte. Ich guck gerade mal, ne? Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Das war die Rewear Beach Station. Das war hier. Da wollte ich eigentlich rein. Nicht da oben, aber das sah halt genauso aus. Aber hier war das. Und es war nicht letztes Mal, es war das vorletzte Mal sogar. Es war sogar das vorletzte Mal. Also die vorletzte Aufnahme, ne? Nicht die letzte Aufnahme, sondern die vorletzte Aufnahme, wo ich das aufgeschrieben habe. Nicht aufgeschrieben habe, sondern wo ich mir das vorgemerkt habe. Deswegen, wir haben noch irgendwie, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich hoffe, das dauert nicht ganz so lange, das Erkunden. Und ich hoffe, da ist auch nicht irgendwie irgendwas Specialhaftes drin. Sondern ich hoffe einfach, dass das ja nur so eine stinknormale Station halt einfach ist. Huch. Oh nein! Hui. Das letzte Mal, als ich hier war, war schon alles tot. Hä? Wo schießt du denn? Alles klar. Au, au! Du Miststück! So, das hast du davon. Wegen hier. Oh, hier ist alles wieder zurückgesetzt. Das war... Ich glaube nicht, dass die sich sonderlich Bock haben, sich anzustrengen. Hä? Ja, würdest du? Danke. So, hier haben wir die Station, wo wir das letzte, also das vorletzte Mal waren. Und... Die werden wir jetzt mal schick erkunden und hoffen, dass dafür eine Viertelstunde reicht. Weil ich müsste eigentlich auch los. Wir haben 8:30 mittlerweile. Ich müsste eigentlich so langsam mal loslaufen. Aber was ich hier an Folgen angefangen habe, das möchte ich natürlich auch beenden. Nee, das ist kein Müll. Sei ruhig. Was war das eben für eine grüne Siffe? Was ist denn da los? Ich habe übrigens... Oh, guck mal, da hat er sogar Totenköpfe. Guck mal, wie cool. Oh, Kotzi, du bist richtig cool, Mann. Oh, ich glaube, das war das Grüne, das ich gesehen habe. Mein Auge juckt. Ja klar, nimm zweimal dasselbe, du Honk. Ach nee, nicht Protektor. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das dauert mir zu lang. Komm, geh weg. Ich will kein Protektron. Da ist nichts mehr. Doch. Alter, Viech. Oh, Alter, hast du mich erschreckt. Da steht einfach mal so ein Scheißviech hinter der Tür. Blöder Kakerlake.
Ding dong. Die Tür ist von oh, bitte, das ist wieder so ein Raider-Nest hier. Hallo, Protektron. Es gibt wieder Kakerlakenfleisch. Yay. Was ist das? Noch mehr Kakerlaken. Alter, wie viele Leuchten hier rumrennen. What the fuck? Jesus, nee. Gibt viel Mümmelmasse wieder. Wenn man so rattverseuchtes... Das wär's. So rattverseuchtes Kakerlakenfleisch isst. Lecker. Das ist bestimmt höchst gesund. Mit. Ich muss mich wieder an das neue Aussehen von Kotzi erstmal gewöhnen. Hallo. Ich erwarte irgendwie immer, dass mich aus den Toiletten irgendwas anspringt, wenn ich da die Tür aufmache. Sehr schön. Geschafft. Wow. Ein paar Splittergranaten. Oh, das habe ich nicht gesehen. Weil ich von hier kam. Deswegen fiel das kaum auf. Aber guck mal, ich habe überhaupt keinen Schaden davon gekriegt. Aha, ich sehe aber da drüben. Guck mal. Oh, genau das meine ich. Weißt du, da liegt irgendwas hinten dran. Die Tür geht auf, patz, und das wird erstmal rumgeschleudert. Und dann kriege ich einen halben Herzinfarkt. Das habe ich nicht gesehen. Und ich kann das jetzt auch gar nicht mal mitnehmen. Schade. Oh, Knuddelbären. Ein Tür. Ja, lass mich in Ruhe, Alter. Komm schon, Kinderlein, ich habe nicht so viel Zeit. Ich möchte ganz gerne auch fertig werden. Ah, hier haben wir noch was. Schön, das war's auch. Und es ist schön, er hat hier wirklich wieder sämtliche Dinge weggemacht, aber hier nicht. Nö. Neuer Versuch. Wie schön. Ach, toll. Ach, schon wieder nur ein Protektron, Alter. Oh. Huch. Was jetzt? Was für ein Deppen. Ach, guck. Dankeschön. Huch. Warte. Alter, es ist Riddick. Guck dir das mal an. Geil. Eine Schweißerbrille. Guck mal. Warte mal. Ich habe die Schweißerbrille gefunden. Warte. Na, Moment. Yeah. Jetzt sind wir cool. Alles klar. Oh. Da hängen ein paar Leute. Wo kommt denn das Licht her? Hier ist überhaupt kein Scheinwerfer. Kommt raus, wo immer ihr auch seid.
Da ist irgendwas mit dem Kinderwagen und der Grafik nicht ganz korrekt. Huch! Was war das denn gerade? So ein Brahmin-Schädel, wo ein paar Billardkugeln waren das. Wo ein paar Billardkugeln ans Augen reingedrückt waren. Hä? Also manche Leute, ne, da frage ich mich echt, ob die nicht irgendwie zu lange heiß gebadet haben oder so. Ah! Da kommt unser Gruselroboter auf uns zugeschossen. Oh, oh, was haben wir denn hier Schickes? Oh, ich will nicht hacken. Ja klar, er nimmt natürlich wieder grundsätzlich diese ganzen Scheißdinger, die wo wir schon hatten. Oh, wie viel aber davon ist hier? Warte. Wie viele Klammern da jetzt gerade sind. Ah, hier ist noch was. Das funktioniert gar nicht. Ich glaube, da war die maximale Anzahl der Dinger. Oh, ich glaube, es ist tatsächlich auch nur noch ein Wort übrig, ne? Guck mal. Wie schön. Sowas. Das hatte ich auch. Das habe ich auch so sehr selten. Dass wirklich so viele Wörter weggenommen werden. Wow. Doch so viel. Ach, guck mal, Leute. Hallo. Ja, toll. Du kannst wundervoll zielen, mein Freund. Ich glaube, die Schweißerbrille tut dir nicht gut. Ach, leck mich doch am Sack. Kommt doch her, wenn ihr was wollt. Ne, die kommen aber nicht. Hallo. Na? Ach komm, ja genau. Jetzt hat er natürlich das Ding verzogen. So. Was ist denn da hinten? Da wird es nur dunkel. Ach, das ist gar kein Eingang. Ich dachte, ich weiß nicht warum, aber ich dachte, das hier wäre ein Eingang. Kann ich den looten? Nee, er ist zwar tot, aber ich kann ihn nicht looten. Hä? Das ist ja komisch. Okay. Was war denn das gerade? Ah, ich glaube, das Rendern ist fertig. Nach Ewigkeiten. Weil ich nebenbei noch eine Kleinigkeit rendern muss, leider. Weil ich vergessen hatte, die Folge zu beenden. Und dann hatte ich plötzlich eine einstündige Folge. Och, willst du mich verarschen? Jetzt treff den mal. Danke. Und da hatte ich eine einstündige Folge. Wollte ich natürlich nicht. Was war das denn? Da ist etwas im Busch, Sir. Was, Cinder? Ist denn Cinder der Boss oder was? Ich bin gerade mal 2 Sekunden weg, damit ich die andere Hälfte noch umrendern kann, damit das schon mal losgeht, während ich mich dann fertig mache und so, ne? Bis gleich. Da bin ich wieder. Muss aber leider gleich nochmal weg. Der braucht irgendwie alleine schon, keine Ahnung, 3 Minuten, bis er überhaupt mal die Möglichkeit in Betracht zieht. Ach, guck mal da hinten. Alter, das Miststück nimmt ein Stimpack hier. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt mit. Oh, jetzt kehren wir mal um. Nicht wahr, Sir?
Hier wird sich nicht geheilt. Kannst du mal ganz schnell knicken. Meine liebe Freundin. Ja, den habe ich da oben ausgezogen. Den habe ich von unten habe ich ihn ausgezogen. So, was haben wir hier? Ih, schimmeliges Essen, na lecker. Na ganz lecker. So, ja, und ich weiß, wir haben schon 30 Minuten, aber ich glaube, so sonderlich groß ist das hier tatsächlich nicht. Soweit ich gesehen habe. Man könnte jetzt wahrscheinlich hier wieder zurück. Kommt dann da auf die andere Seite, wo ich hin wollte. Und kann von dort aus dann wahrscheinlich wieder zurücklatschen, wo man herkam. Was waren das eben für Schüsse? Puff, puff, alle tot. Ist ja scheiße, wenn man einen Feind hat, dessen Roboter ihn konstant immer wieder hochheilt, ne? Das ist natürlich doof. Gell? Das ist nicht ganz praktisch für euch, ne? Kann ich da irgendwo... Hä? Wie komme ich denn raus? Ich will hier raus. Also ich bin jetzt definitiv hier auf der anderen Seite, aber wie komme ich denn hier? Wie komme ich denn hier jetzt nach draußen? Oh Kotzi, geh doch mal weg. Wie komme ich denn von hier jetzt nach draußen? Da ist alles zu. Hier auch. Da ist auch zu. Hm. Das ist ja seltsam. Da geht's auch nicht. Oh, was haben wir hier? Eine Rakete. Eine Rakakete. Da entlanglaufen kann ich nicht. Kann ich vielleicht so rum? Wäre wahrscheinlich auch nett. Da hänge ich auch eher fest. Doch, es geht. Nein. Ich gehe lieber wieder... Du willst mich verarschen. Nein! Ich will wieder zurück. Und zwar schnell. Jetzt geh... Spring darüber, du Jockel! Dankeschön. Oh, Hilfe, ey. Ich sollte nicht irgendwo rumspringen, wo ich nichts zu suchen habe. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber wie komme ich denn auf diese andere Seite? Ich komme ja durch den Zug nirgends nach draußen. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Hä? Das kapiere ich nicht. Irgendwie muss ich ja rüberkommen. Ich will da rüber. Ich will den Typen looten. Hupsa. Irgendwie muss ich da ja schließlich durchkommen, ne? Jetzt schnauf doch nicht so wie ein Walross, Junge. Das ist hier. Es muss eigentlich irgendwie von da sein. Nur wie? Vielleicht ist das auch so ein bisschen fehlerhaft und man müsste eigentlich durch dieses Loch vorne durchkommen, kommt aber nicht durch. Hä? Ach so, ich hätte einfach die... Ach so, ich hätte die Tür aufmachen können. Ja, danke Kotzi, dass du wahrscheinlich die Tür aufgemacht hast vorhin und ich dadurch jetzt durch konnte. Dankeschön, sonst wäre ich wahrscheinlich auf ewig verwirrt gewesen. Ich habe das nicht gesehen, dass ich das aufmachen konnte. Ich habe das einfach nicht gesehen. Das wär's. Ja,
die Schabe, das nüscht ihr sehen. Oh wow, schon wieder Splittergranaten. Geil. Das hat sich voll gelohnt. Ah, hier sind die Ketten. Danke. Haben wir denn hier noch was? Oh. Noch mehr Ketten? Au, oh yeah. Wo auch immer die gerade alle herkamen. Die haben auf jeden Fall hier gerade sämtliche Fallen aktiviert, die ich eigentlich... Ich habe hier die Dinge hängen sehen und hier das gesehen. Ich wollte das eigentlich aufheben, aber dann kamen die irgendwie um die Ecke geschissen. War nicht so angenehm. Alter! Ich hatte eigentlich... Ich hatte hier eigentlich gerade Leuchtpilze erwartet, weil es so schön grün geleuchtet hat. Boah, ey. So, haben wir denn hier noch was Besonderes? Habe ich richtig gehört, dass es hier irgendwie wurbelt? Danke. Wie schön. Wow, ein paar Mentats. Oh. Warum? Das macht doch so schön Spaß. Das macht doch so schön Spaß, die zu manipulieren. Vor allem, wenn man es kann. Hallo? Da kommt man hier raus. Ich verstehe. Ach, das war dieses abgeschlossene, glaube ich. Ich verstehe. Ah, hier ist die Kette zum Anfang. Ich verstehe. Das andere war wahrscheinlich zugekettet wegen den Ghoulen. Gut. So. Dann sind wir hier fertig. Und, ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu und habt Spaß. Wenn ihr keinen Spaß mehr habt, wenn ich hier irgendwas verbessern kann oder ähnliches, dann sagt mir Bescheid. Und, weil wenn ich nichts weiß, kann ich schlecht was machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich porte mich dann nach Hause. Und, also was heißt nach Hause, nach Sanctuary und mach dann wie immer mein Inventar leer etc. und guck nach, ob was Spannendes dabei ist. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Also macht's gut, lasst euch nicht ärgern und tschüss.